ist am schönsten die Welt. Am Sonntag, am Sonntag, am Sonntag. Wann macht denn jeder, was ihm nur gefällt? Am Sonntag, am Sonntag, am Sonntag. Wann wird am meisten geküsst auf der Welt? Am Sonntag, am Sonntag, am Sonntag. Wann wird am meisten von Liebe erzählt? Am Sonntag, am Sonntag, am Sonntag. Wann geht's umschlungen durch Wald und auf Feld? Am Sonntag, am Sonntag, am Sonntag. Jeder freut sich am Montag schon bereits auf den Sonntag, denn dann ist man nicht allein. Jeder freut sich am Montag schon bereits auf den Sonntag, denn dann kann man glücklich sein. Wann wird der Wecker so gern abgestellt? Am Sonntag, am Sonntag, am Sonntag. Wann gibt denn jeder so leicht aus sein Geld? Am Sonntag, Warschanow, am Sonntag. Wann wird von Amor so viel angestellt? Am Sonntag, am Sonntag, am Sonntag. Jeder freut sich am Montag schon bereits auf den Sonntag, denn dann ist man nicht allein. Jeder freut sich am Montag schon bereits auf den Sonntag, denn dann kann man nicht sein. Da wären wir wieder einmal. Exzellenz, bitte nehmen Sie doch mein Portfolio in Verwahrung. Wieso haben Sie Angst vor Taschendieben? Nein, vor mir. Sonst verwette ich wieder alles bis auf den letzten Heller. Der ist doch komm her, da sieht man gut. Da ich komm ja nicht durch. Aber ja, da müsst ihr ein bisschen antauchen. Erlaub daher, bitte. Erlaub. Nein. Was denn? Sehr höflich sind Sie aber nicht zu einer Dame. Sie sind ja keine Dame. Na ja, aber hinten steht sie nicht. Komm her. Komm her. Und fertig. Bitte. Bitte, wenn Sie ein kleines Stück drücken möchten, ja? Ich glaube, Sie haben doch Platz genug. Ja, ja, wir schon, aber wir erwarten ja noch jemanden. Reservieren gibt's nicht. Was für meinen Sohn? Wir stehen schon 2 Stunden da. Na, da werden Sie sowieso schon müde sein, dann gehen Sie zu Haus. Frechheit! Mirko, suchst du etwas Bestimmtes? Mein Sohn ist Zugsführer bei den Kaiserjäger und sein Hauptmann reitet das Turnier. Und mein Sohn muss vorne stehen. So, na dann lassen Sie Ihren Sohn auf Ihrem Platz. Ja, ja, natürlich, und ich als Vater werde hinten stehen. Manieren haben die Leute, es ist unglaublich. Da ist er ja. Servus, Franzl. Also, meine Herren, ich hoffe, dass Sie unserem Chor Ehre machen werden. Und einer von Ihnen als Sieger durchs Ziel geht. Prinz, ich glaube, dass ich mich auf meine Esmeralda verlassen kann. Comtesse, wem halten Sie die Daumen? Dem schneidigsten Reiter. Danke, Comtesse. Alles. Also, meine Herren, aufs Pferd, aufs Pferd. Fallen Sie nicht hinunter und kommen Sie gut durchs Ziel. Danke. Kompliment, Herr Radler. Christian, Freundin. Und jetzt kommen Sie daher? Ja, wir müssen einen Feldstecher besorgen. Was brauchen Sie denn? Ich will doch die Pferde aus der Nähe sehen. So, komm hier mal. Oha, dann nennt sich der Mediker. Aha, jetzt kommen Sie zum Start. Ja? Jetzt kommen Sie zum Start. Wo ist er denn? Was ist Fidigo? Aha, ich hab ihn. Wen? Habin. Wen? In Echtfeld. Sehr gut schaut er aus. Ja? Sehr gut, er sitzt auf dem Pferd. Stimmig, aber dabei geschmeidig. Ja? Aber das Pferd gefällt mir nicht. Dann schafft das gewinnt nichts. Um Gottes Willen, bitte verschreien Sie das. Ja? Ich glaube, dass Bajanere das Rennen machen wird. Aber lächerlich. Esmeralda ist das bessere Pferd. Ja, aber der Eichfeld ist der bessere Reiter. Die Herren, bitte an den Stall. Kinder, halt die Daumen, dass mein Hauptmann gewinnt. Reserven muss er halten! Reserven! Ist der Juritsch gekommen? Woher rennt dieser da nun zu dir gekommen? Woher? Nein, aber der Hals von Juritsch, sein Pferd ist nur so lang. Das ist unfair. Da kann er sich ja gleich auf einen Giraffen setzen. Jetzt holt Eichfeld wieder auf. Prachtvoll.
Aber Sie ziehen mich ja. Gib's. Gib's hoch, gib's hoch. Er liegt ganz vorne. Ich hab's nicht genau sehen können. Bist du hinausgegangen? Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Dazu brückt man sich einen Meter lang und oben guckt raus. Und dabei siehst du nichts. Was ist denn das? Beide sind zur gleichen Zeit durchs Ziel gegangen. Aber wo? Der Eichel, der das Haus hoch gewonnen, wenn den Jurenitz der Rosenzoller auf den Hals gehabt hat. Das ist eine Schiebung. Bitte, der Kopf von dem Viech war ganz wild und der Jurenitz ist noch hinten gewesen. Gehen wir. Jetzt habe ich aber einen Durst. Ja, die Rose haben sie abgehetzt, er hat den Durst.